Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Inner World. Oh, wir haben jetzt 19 Uhr am, ich glaube, 21. Wenn das ein Dienstag ist. Ich nehme immer noch auf und es macht immer noch Spaß. Ja, und wir schauen jetzt einfach mal weiter, was wir so machen können. Hotel. Ja, wir stecken hier fest. Wir sind hier durch den Thron reingekommen. Lol. Oh mein Gott. Wieder mal etwas übersehen, Leute. Das Modell eines Basilen mit einem buschigen Schweif. Kann man das nehmen? Lol. Keine Ahnung. Nein. Aber vielleicht können wir den Hund kitzeln. Den Basilen rührt er nicht an. Er scheint ihn nicht zu mögen. Warum sollte ich das... Ja, ich dachte, du kannst das kombinieren. Das war doch jetzt geraten, oder? Ja. Vielleicht kannst du Conroy mal treffen. Jetzt ist nicht die Zeit. So will der Asprusian mal gestalten. Was kann man hier? Kann man hier? Nee, da können wir ja nicht raus. Mal das da dran tunken? Nein, das will ich nicht bestäuben. Können wir vielleicht hier den Puder? Das Ding wird bestäuben. Ein Weib? Komisch, seine Augen sehen plötzlich größer aus. Den Basilen rührt er nicht an. Er scheint ihn nicht zu mögen. Vielleicht können wir jetzt hier was finden. Indem wir das ganze Gemälde anmalen. Ha! Fingerabdrücke! Verteilt um eine verdächtig aussehende Vertiefung. Na gut. Da ist eine winzige Vertiefung. Gut, wir haben was. Sie ist viel zu schmal. Da passt mein Finger nicht rein. Da haben wir was dafür. Ich lasse den Stachel lieber stecken, damit der Thron offen bleibt. Aber wenn Conroy kommt, ist das vielleicht nicht sehr sinnvoll. Dieser Igel hat mich immer schon gehasst. Sein Lieblingssport war früher, sich immer genau dahin zu kugeln, wo ich mich gerade hinsetzen wollte. Ich glaube, das hat Conroy ihm beigebracht. Gehen wir wieder zum Hangar. Und ins Labor. Was haben wir denn jetzt noch? Vielleicht haben wir noch einen eingestellten Basilen. Ich denke, es wird auf jeden Fall was hiermit zu tun haben. Können wir vielleicht... Ein Aufzug. Ich glaube, er ist für... Das aufmachen? Er ist leer. Können wir vielleicht das da reinquetschen, dass das da quasi ein Druck gibt? Ich glaube, das ist ein guter Plan. Genau, und sobald der da unten das rausnimmt, kriegt der voll den Headshot. Und da schauen wir mal rein, locken den hin. Vielleicht indem wir Öl runtertropfen lassen. Das war doch jetzt geraten. Nee, vielleicht hier. Dahin. Ah ja, gut.
Da setzt sich die Fliege hin, der haut da drauf und kriegt das Ding ab. Okay, jetzt ist der... Ach, das waren ja K.O.-Tropfen, genau. Der hat das eingeatmet oder drin gelegt und... tot. K.O. Hallo? Wir haben die Blitze ausgeschaltet. Dr. Reminepo, Sie können sich jetzt wieder frei bewegen. Papa, kannst du mich hören? Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Oh Mist, wo sollen wir denn jetzt einen... Ja, kennen wir. Zum Hangar. Es geht weiter, es nimmt Lauf. Mal sehen, was wir jetzt machen. Treppe hoch zum Thronsaal. Hoffentlich steht da nicht Conroy. Das wäre richtig mies. Was wie? Sind doch. Das kann ich nicht verwenden. Pompös und nobel mit einem großen Diamanten besetzt. Pompös und nobel und zu weit weg. Schaut euch mal die Phosphors an. Ich drücke jetzt 1, das heißt ganz links. Verdammt, ich weiß das Lied nicht mehr. Leute, ich mach mal kurz einen kleinen Cut und überleg mir nochmal, wie das Lied war, okay? Einen ganz kurzen Cut. Okay, so schnell habe ich es jetzt nicht gefunden. Ja. So schnell habe ich es nicht gefunden, das Lied. Wie kommen wir an diesen Diamanten? Ich denke, es hat was mit Funk auf sich, weil wir sonst alles schon erforscht haben. Wenn Funk schon so... Können wir ihm jetzt die Handpuppe vorwerfen? Ich würde gerne mal was probieren. Gut, was passiert da? Hat ihm wohl nicht so geschmeckt. Genau. Dann nehmen wir die nochmal. Ich habe mir überlegt, vielleicht hilft Puderzucker, vielleicht kann man die Handpuppe. Es wird nicht funktionieren. Zumindest kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Aber es könnte ja sein. Guck mal, hier kannst du das damit einreiben. Oh, tja, ja, da hast du dein altes Hausmittel, Conroy. Und jetzt geben wir eben dem Funk nochmal die Handpuppe. Der hat sich losgerissen. Oh. Yay. Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Nee, er ist tot. Nein. Yay, wir haben einen Diamanten. Nehmen. Und ein Kronleuchter. Ha, wenn ich früher was kaputt gemacht habe, hat Conroy mich tagelang im Luftschacht wohnen lassen. Und? Was willst du jetzt machen, Conroy, hä?
Nein, er ist kaputt und ich will ihn nicht. Gut, wir haben einen Diamanten. Den schauen wir uns mal euch zuliebe an. Oh, wie er glitzert. Ich frag mich, ob Laura Diamanten mag. Bestimmt. Zum Hangar. Da ist wohl ein Igel richtig rasend geworden. Ins Labor. Ins Labor, liebe Freunde. Wir gehen ins Labor. So ist das. Miau. Gut, was wir hier dann sehen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ziemlich am Anfang wahrscheinlich, wie das bei mir so ist. Also schaut da einfach rein. Muss ja nicht die ganze Folge sein. Hauptsache, ihr seht das, was ihr sehen wollt, gell? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann macht, worüber ich mich freue, gell? Konstruktives Kommentar ist immer sehr erwünscht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.